Ja, auch Servus. Ich sag euch heute, warum ich reich bin und ihr seid immer noch arme, depperte Grottler. Herzlich willkommen. Keine Sorge, Sie sind nicht beim Investmentpunk, aber es geht trotzdem auch hier heute um Reichtum und um die Reichen und wie die ihr Geld anlegen und vermehren. Es ist ja anscheinend schon so, die Reichen werden immer reicher. 1% der Weltbevölkerung gehören 43% vom gesamten Vermögen, also fast die Hälfte. In Deutschland ist es anscheinend noch nicht ganz so, aber auch bei uns gehört dem reichsten 1% 35% aller Vermögenswerte, also auch schon mehr als ein Drittel. Und die Reichen sind offensichtlich eben nicht nur reich, sondern sie sind auch gut darin, ihren Reichtum noch zu vermehren. Und da stellt sich für uns natürlich die Frage, die grundsätzliche Frage, können wir das auch so oder haben die eben Möglichkeiten und auch Zugang zu Informationen, die wir einfach nicht haben, weil wir auch nicht diese Beziehungen haben und diese Kontakte. Die treffen sich halt mal irgendwie so in Davos oder auf einer Yacht oder im Country Club und hey, wie läuft's? Was machst du denn so? Ach, ich bin bei einer Firma eingestiegen, die bringt in China jetzt Knäckebrot auf den Markt. Oder hey, was macht der Bill denn gerade so? Ach, der hat doch jetzt die WHO übernommen und nächste Woche geht dann eine globale Pandemie los. Hey, globale Pandemie, das klingt ja total super, kann ich da auch noch einsteigen? Ja, sicher, ich schicke dir die Unterlagen. Läuft es so oder stellen wir uns das nur so vor? Den typischen Superreichen, den gibt es eigentlich gar nicht. Die Leute sind natürlich ganz unterschiedlich. Da gibt es russische Oligarchen zum Beispiel, die dann in England Immobilien kaufen und Fußballclubs kaufen. Und dann gibt es Internetmilliardäre, die kaufen sich Zeitungsverlage zurzeit, also so wie Jeff Bezos oder Jack Ma. Andere sammeln dann wieder Gemälde, Fabergé-Eier, Oldtimer, wobei sich natürlich auch schon wieder die Frage stellt, sind das jetzt noch wirklich Investments oder sind das gehobene Hobbys oder ist es sowieso egal bei denen? Und dann gibt es wieder sowas wie die Quandt-Familie zum Beispiel, die kontrolliert einfach seit Jahrzehnten BMW und ab und zu kaufen sie dann noch einen anderen Konzern sich ein, so wie Altana zum Beispiel. Und in vielen Fällen wissen wir ja auch noch gar nicht, oder wissen wir grundsätzlich nicht, was die mit ihrem Geld so machen, wirklich. Also das Mietshaus zum Beispiel, in dem sie wohnen, das könnte ja auch Hubert Burda gehören oder Elon Musk indirekt auch unter Umständen. Aber sie wissen es natürlich nicht, weil die den Wasserhahn bei ihnen ja auch nicht selbst reparieren, sondern die schicken jemand anderen vorbei. Was wir ungefähr wissen über die Superreichen ist, wie sie als Ganzes investieren, als Kohorte sozusagen. Da gibt es zumindest Anhaltspunkte, zum Beispiel eine Studie von Knight Frank natürlich, zu 31.000 Anlegern mit über 30 Millionen Dollar Vermögen. Da muss man sagen, das sieht eigentlich relativ unspektakulär aus. Die Grafik ist aus dem Business Insider. Größter Anteil mit 27% sind Immobilien und Aktien 23%. In Deutschland wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders. Da ist der Immobilienanteil wahrscheinlich höher, der Aktienanteil niedriger. 17% Bonds, 11% Cash. Nur 11%. Die sind also stark investiert in der Regel offenbar und halten wenig Bargeld. 8% Private Equity, immerhin. Private Equity ist eine Anlageklasse, für die interessieren sich normale Anleger nicht so normalerweise. Dann 5% sogenannte Collectibles, also Sammlergegenstände. 3% Edelmetalle, das ist relativ wenig. Und 1% Kryptowährungen. Ist ein ganz interessantes Portfolio, ist jetzt aber, würde ich sagen, nichts Außergewöhnliches, sollte man meinen. Ist ja im Grunde nichts, was man als normaler Anleger jetzt nicht auch nachbilden könnte. Natürlich gibt es Dinge, die Sie als normaler Investor nicht machen können. Es gibt Projekte, es gibt Finanzprodukte, da steht drauf, Mindestanlagesumme 1 Million Dollar, Punkt. Das geht dann eben nicht für jeden, ist völlig klar. Ob das dann die besseren Anlageprodukte sind als das, was Sie auch kriegen können auf dem Markt, das ist dann wieder die ganz andere Frage. So sicher ist es nicht. Dann
Großanleger können ihre Bonität einsetzen. Sie können grundsätzlich viel Fremdkapital einsetzen. Und es wird von denen auch immer mehr gemacht, offenbar, jetzt wo die Zinsen niedrig sind. Und es ist völlig klar, wenn sie schon eine abbezahlte Wohnanlage haben, dann kriegen sie natürlich von der Bank auch das Geld für eine zweite. Und das ist sehr praktisch. Heißt aber im Umkehrschluss auch immer mehr Risiko. Also auch der Superreiche kann da nur so weit gehen, soweit sein Ausfallrisiko dann eben noch beherrschbar ist. Oder er verliert eben einen Großteil von seinem Vermögen, möglicherweise. Sowas gibt es auch. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Adolf Merkle, Ratiopharm, Heidelberg Zement. Der hat ja offenbar sein Imperium mehr oder weniger verzockt mit Put-Optionen auf die Volkswagen-Aktie. Damals, als Porsche Volkswagen übernehmen wollte, zumindest ist es so dargestellt worden, und der dann auch Selbstmord begangen hat. Das war sehr tragisch. Es war auch darum tragisch, weil er ja eigentlich sogar recht gehabt hätte. Die Volkswagen-Aktie ist dann ja später auch wieder stark gefallen. Es hat ihm dann nur nichts mehr geholfen. Da war es schon zu spät. Das heißt, es ist richtig, Superreiche können mehr mit Fremdkapital arbeiten, aber auch sie müssen natürlich darauf achten, dass der Fremdkapitaleinsatz immer in der Relation zum Gesamtvermögen steht, die noch irgendwo vernünftig ist. Genauso wie jeder andere Anleger das auch tun muss. Auch Normalanleger arbeiten ja mit Fremdkapital, hauptsächlich wenn sie Immobilien kaufen und da vor allem beim Eigenheim. Und das kennen eben auch viele. Eigenheim ist Fluch und Segen zugleich natürlich. Sein ganzes Leben hat man reingespart. Dadurch wohnt man dann im Alter zwar mietfrei, man wohnt auch wahrscheinlich so, wie man auch wohnen will. Der Nachteil ist aber, man hat eben sehr viel investiert, man hat Werte geschaffen, man kann diese Werte dann aber im Alter nicht mehr für sich selber aufzehren so richtig. Es gibt zwar Modelle inzwischen, wo man sein Haus vorzeitig verkaufen kann mit einem großen Preisabschlag und trotzdem lebenslang noch drin wohnen bleiben kann. Ich kenne es nicht im Detail, das Ganze, ich finde die Idee grundsätzlich gut. Aber in der Praxis, da läuft es ja meistens doch noch so, dass der Großteil von dem Gegenwert, den man geschaffen hat mit seinem Eigenheim, der geht wie selbstverständlich an die Erben. Auch wenn die seit Jahren in Kassel wohnen schon oder in sonst irgendeiner abwegigen Gegend, auch wenn sie an Weihnachten wieder gesagt haben, ach du Papa, wir haben so viel um die Ohren, wir können dieses Weihnachten wieder nicht kommen. Und auch wenn sie immer sagen, wenn sie auf Besuch kommen, oh Gott, die Schrankwand hier, Eiche rustikal, die geht ja gar nicht. Aber die abbezahlte Immobilie, die nehmen sie dann natürlich trotzdem gern, die Rotzlöffel, die Undankbaren. Aber das ist irgendwo zugleich natürlich auch der Segen, weil erstens war die Immobilie wahrscheinlich ein gutes Investment am Ende bei dem Preisumfeld, das wir haben. Zweitens, man hätte freiwillig nie so viel Geld auf die Seite gelegt, wahrscheinlich wie für die Finanzierung dieser Immobilie, weil wenn die mal läuft, dann bleibt einem ja auch gar nichts mehr anderes übrig, als reinzubuttern. Und drittens, dadurch, dass sich's eben irgendwie jetzt eingebürgert hat, dass Immobilien und Unternehmen wohl vererbt werden müssen, und das haben wir den Hauptgrund wahrscheinlich dafür, dass es in Deutschland überhaupt so einen großen Vermögensstock gibt. Ein erheblicher Teil von unseren Vermögen hier ist nicht von denen geschaffen worden, die sie jetzt haben, sondern jetzt ist eben schon die Erbengeneration am Ruder. Und schon Otto von Bismarck hat ja gesagt vor vielen Jahren, die erste Generation schafft Vermögen, die zweite Generation verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkracht. Aber genau das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum die Reichen eben reicher werden. Nicht unbedingt, weil sie ihr Geld jetzt besser anlegen, auch nicht, weil das System jetzt so schreiend ungerecht wäre, sondern es ist einfach so, kleine Vermögen, die sind eben zum Teil auch Altersvorsorge und die werden wieder verbraucht. Warum auch nicht? Dafür sind sie ja da. Oder werden dann später verteilt und zersplittert eben irgendwie. Aber große Vermögen, die haben eben ein Eigenleben, die sind ein Vermächtnis, die sollen nicht verbraucht werden, sondern die bleiben. Das klappt nicht immer, aber es klappt meistens und sie tun dann das, was sie sollen. Sie wachsen weiter.
Natürlich haben große Vermögen auch andere Vorteile, weil sie ja verwaltet werden, oft auch von Spezialisten, Spezialisten für Steuern, für Rechtsfragen aller Art, für alle möglichen Gebiete, oft von eigenen Family Offices ja auch. Und eins ist klar, wer ein Vermögen aufbauen will, der muss jemanden haben, der sich darum kümmert, oder er muss sich selbst darum kümmern, da führt kein Weg dran vorbei, da kommt man nicht drum herum. Aber wie sieht es aus mit dem Anlageerfolg? Das ist ja das, was uns immer gesagt wird, auch hier auf YouTube teilweise. Mach's doch einfach wie die Superreichen, dann wirst auch du superreich. Aber können wir das? Oder haben die, wie schon angekündigt, anfangs haben die Informationen, die wir nicht haben? Ich würde sagen, sie haben einen kleinen Vorsprung, aber der wird überschätzt. Die Märkte sind natürlich nicht komplett transparent, das können sie ja auch niemals sein. Es gibt immer Insider, es gibt immer Leute, die was wissen, das wir eben nicht wissen. Dinge, die wir wissen, Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen, Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht wissen und so weiter, kennen sie ja. Ein Zitat von einem der größten Denker unserer Zeit. Vieles wissen wir als normale Anleger nicht. Auf der anderen Seite, es gibt unglaublich viele Informationen, die für jedermann frei verfügbar sind. Und das Problem ist meiner Meinung nach eher, dass wir auch diese vielen freien Informationen eben nicht verarbeiten können oder noch schlimmer, dass wir sie vielleicht zur Kenntnis nehmen, aber dass wir sie falsch interpretieren oder falsch gewichten. Und das ist auch eine große Herausforderung. Aber das ist es für jeden. Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, wenn man sich als Anleger bemüht, wenn man sich ernsthaft informiert und kritisch, dann kann man dadurch auch Erfolge erzielen. Das ist sehr mühsam, es klappt auch nicht immer, aber es klappt ab und zu und das reicht. Wir brauchen keine Geheiminformationen, weil selbst wenn irgendwer ein super Insider ist auf irgendeinem Gebiet, dann hat er trotzdem immer noch das Marktrisiko, er hat trotzdem auch immer noch das systemische Risiko und zumindest in dem Punkt, da steht er eben auch nicht besser da als alle anderen. Und apropos Geheimwissen, morgen kommt ja unser neuer Zukunftsmärkte-Report mit absolut geheimen Infos zu Aktien aus dem chinesischen Konsumsektor. Ja, natürlich keine Geheiminfos wirklich, aber Infos eben zu mehreren chinesischen Konsumaktien, die Sie vielleicht noch nicht kennen und die wir, wie ich das im letzten Video schon gesagt habe, die wir eben momentan für relativ interessant halten. Insofern bringt sie das vielleicht weiter und außerdem sind unsere Reports ja gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de und das möglichst schnell auch, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, denn wie gesagt, der Report geht morgen schon raus. Der Anmeldelink dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Gut, was können wir jetzt lernen von den Superreichen, von den Quants, von den Porsches? Tu immer das, was Hermann Göring sagt, wohl eher nicht. Und der Investmenterfolg, wie sieht es damit aus? Also wenn man jetzt die Anteile nimmt an BMW oder an Volkswagen, klar, die hätten auch einfach DAX-ETFs kaufen können sich dafür. Es wäre in den letzten 10 Jahren sogar besser gelaufen. Und darüber hinaus, dann haben sie auch beide Beteiligungen an SGL Carbon. Das war sogar eine Vollkatastrophe. Also so viel auch mal zur überragenden Branchenexpertise von diesen Autofamilien. Ist nur ein Beispiel, aber sowas kann eben auch ein Nachteil sein, wenn man vielleicht betriebsblind wird dadurch. Schauen Sie sich unsere Internetmillionäre an, die irgendwann wie mit irgendwas reich geworden sind, dafür natürlich Respekt, aber jetzt haben sie fast alle irgendeine Beteiligungsgesellschaft für digitale Geschäftsmodelle und sie glauben alle, dass sie das jetzt noch 100-mal genauso schaffen, weil sie die Einzigen sind, die es eben gecheckt haben, wie es läuft und wie die Zukunft auszusehen hat. Das mit Abstand dümmste Geld in Deutschland, meiner Meinung nach, ist zurzeit in der Venture Capital Szene für digitale Geschäftsmodelle. Und viel von dem, mit wenigen Ausnahmen, wird ein absolutes Desaster werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder noch besser, und da sind wir jetzt bei den richtigen Eliten, Wirtschaft, Politik, Adel. Lesen Sie doch mal im Handelsblatt, wie Augustus Intelligence die Millionen seiner Investoren verbrannte.
Augustus Intelligence, bekannt geworden durch die Philipp Amthor-Affäre, inzwischen insolvent. Die Swarovskis waren dabei, laut Handelsblatt. Karl Theodor zu Gutenberg, Kai Diekmann, Stefan von und zu Liechtenstein. Schicke Büros haben sie gehabt im One World Trade Center in New York und haben einen riesen Trara gemacht, so mit künstlicher Intelligenz und Zukunftstechnologie und um was es da alles gehen hätte sollen. Und was hatten sie? Gar nichts, nur bla bla. Und alle, die dabei waren, hätten es eigentlich besser wissen müssen. Aber so ist es wohl, da war jemand eben groß drin, sich aufzublasen irgendwie, und alle sind da gegenseitig aufeinander reingefallen. Und damit sieht man auch mal wieder, auch die Reichen, auch die Insider sind nicht gefeit vor sowas. Die kochen alle auch nur mit Wasser. Der schlimmste Feind des Anlegers ist eben immer die Selbstüberschätzung, und das gilt für die Großen ganz genauso, wie es für die Kleinanleger gilt. Trotzdem sind sowas natürlich Ausnahmen. In der Regel suchen die Superreichen ja auch nicht das schnelle Geld. Sie versuchen auch nicht, dass sie jetzt ganz schnell reich werden mit irgendwelchen Investments, weil sie nämlich auch schon reich sind. Und das sind sie auch meistens eben nicht mit Investments geworden, sondern das sind sie mit anderen Dingen geworden. Es geht also bei denen eher und hauptsächlich darum, Vermögen zu erhalten, vielleicht auch ein bisschen weiter zu vermehren. Das ist schwer genug, und sowas riskiert man nicht mit abwegigen, hochriskanten Investments. Und von dieser Haltung kann sich schon mal jeder eine Scheibe abschneiden. Und was wir auch mitnehmen können: der Aufbau von Vermögen geht eben auch nicht im Hauruck-Verfahren, sondern das Ganze ist ein Langstreckenlauf. Und es geht da auch nicht um Glück in erster Linie, sondern um Disziplin und um Stetigkeit. Jeder Anleger erleidet immer wieder auch mal Niederlagen und Verluste. Falls Sie noch keine erlitten haben, ich kann Ihnen versprechen, auch das kommt noch, auch bei Ihnen. Aber wie bei allen wichtigen Dingen im Leben, es geht eben auch hier darum, dass man sein Ziel trotzdem weiterverfolgt und dass man dranbleibt, unbeirrt. Und ich hoffe, ich kann Sie dabei auch unterstützen mit meinem Kanal, mit meinen Beiträgen. Ich kann Sie auch nur einladen, dass Sie sich hier beteiligen an der Diskussion, dass Sie meinen Kanal auch abonnieren. Wenn Sie das tun, dann auch die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn neue Beiträge da sind. Ich weiß zum Beispiel noch nicht, welches Thema nächste Woche dran sein wird. Aber wenn Sie das aktivieren hier, dann werden Sie es automatisch sehen. Und Sie sehen auch sofort, wenn das neue Video dann letzten Endes auch da ist. Summa summarum, Geldanlage ist keine Geheimwissenschaft. Es ist auch keine Religion, auch wenn man den Eindruck hat manchmal, wenn man sieht, wie da die Weltanschauungen auch manchmal aufeinanderprallen. Aber Geldanlage hat eins mit Religion auch gemeinsam, oder sollte sie gemeinsam haben im Idealfall. Sie lehrt uns Demut. Lassen Sie uns darum als Anleger bei allen festen Überzeugungen, die wir haben, immer auch demütig sein angesichts der Komplexität, die diese Welt nun mal hat. Das ist etwas, das wir auch als allererstes lernen können von großen und erfolgreichen Anlegern. Alles Gute Ihnen. Nicht vergessen, noch schnell eintragen für die Zukunftsmärkte-Reports zum chinesischen Konsumsektor. Und wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen.